Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu meiner allerersten Apex Legends Store Update Videoreihe, möchte ich es mal sagen. Ich habe in meinem letzten Video einen Skin von der Spitfire aus dem Store gezeigt, eigentlich eher durch Zufall, weil ich den Skin mega geil fand und mir den zugelegt habe und habe euch einfach mal gesagt, hier, gefällt euch der, beeilt euch, ist nur noch wenige Stunden im Store erhältlich. Habe dabei aber im Video auch gefragt, ob das gut ankommt, ob ihr euch das vorstellen könnt, ob ich sowas regelmäßig machen soll. Das fanden einige ganz gute Idee, deswegen möchte ich das heute ein allererstes Mal testen. Und sollte das wirklich gut ankommen, wäre ich wirklich bereit, das wenigstens einmal die Woche zu machen. Kommt es weniger gut an, überlege ich mir, ob ich das dann aus meinem Kanal wieder verschwinden lasse. Ansonsten einmal die Woche sicherlich. Denn es gibt Skins, wie ihr hier auf der rechten Seite seht oder auch am Hand des Counters. Die sind 4 bis 6 Tage so circa, so genau weiß ich die Zeit nicht, weil ich noch nie drauf geachtet habe. Im Store, da reicht es, wenn ich einmal die Woche das Update mache. Es gibt aber auch noch vorgestellte Skins, die sind nur 2 Tage circa im Store. Und deswegen, also wenn da mal was richtig Geiles im Store ist, was ich euch unbedingt zeigen möchte, weil ich denke, das kommt sicherlich gut an, dann würde ich vielleicht auch mal 2 Videos in der Woche machen. Es kann aber auch mal sein, je nachdem wie oft ich zocke, dass ich auch mal ein paar Skins verpasse. Müssen wir dann einfach mal sehen, wie das läuft. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Update-Video. Where's my money, bitch? Starten wir direkt mit dem Pathfinder-Skin, den ihr hier seht. 1 Tag, 11 Stunden habt ihr noch Zeit. Wird ein bisschen weniger sein, wenn ihr das Video später seht. Den Skin finde ich schon sehr, sehr geil. Nennt sich Sonnenfeuer-Eingeweihter. Ich bin ein Pathfinder-Spieler, der würde mir gefallen, aber man darf eben nicht vergessen, für die Skins muss man echt Geld in die Hand nehmen. Das ist leider der Nachteil dabei. Irgendwie muss ich das Spiel ja finanzieren, ist ja klar. Dann haben wir hier von der Flatline den Skin Boshafte Kobolde. Hier sind ganz viele kleine Kobolde auf der Waffe zu sehen, vom Magazin bis vor zum Lauf. Das sieht richtig geil aus, schöne Metallic-Grün gehalten. Was ich leider ein bisschen schade finde, es müsste eine Option geben, dass man, was weiß ich, ein kleines Fenster im Spiel hier hat, damit man mal sieht, wie das aussieht, wenn man wirklich in-game die Waffe in der Hand hält oder wenn man anvisiert, wie das Visier aussieht. Weil es gibt für die Spitfire zum Beispiel auch Skins, die machen die Waffe insgesamt ein bisschen wuchtiger und dadurch sieht man eventuell ein bisschen weniger, was ich deutlich... Also das finde ich ist ein Nachteil. Es gibt aber auch Waffen, die haben einen epischen Skin, die verändern das Visier. Entweder zum Vor- oder zum Nachteil. Es gibt definitiv Skins, da finde ich die Visiere so ja optisch sogar etwas besser. Habe jetzt leider kein Beispiel, aber ich glaube für die Devotion zum Beispiel habe ich selber einen Skin. Da sieht das Visier deutlich besser aus. Dann haben wir hier 4 Tage, 18 Stunden noch Zeit für die RE45. Gefrierpunkt nennt sich diese Tarnung, die finde ich sehr, sehr schön. Und bei diesen Standard-Tarnungen, sage ich mal, das sind diese, die man auch aus den Apex-Packs ziehen kann oder sich mit Crafting-Material kaufen kann. Hier hat man Zeit, wenn man sich das eben für echt Geld nicht holt, kann man sich im Store, ich zeige euch das nur mal ganz kurz, wenn wir hier auf die Waffen gehen, Pistolen, RE45, Gefrierpunkt, hier haben wir sie. Und die kann man sich eben auch für Crafting-Material für 1200 freischalten. Und ab Season 2, wer das noch nicht weiß, ab Season 2 mit Battle Pass allerdings, wenn man den Battle Pass komplett gelevelt hat, hat man einmal 1200 Crafting-Materialien freigeschaltet und kann sich einen Skin seiner Wahl auch so, sage ich mal, erspielen. Das wollte ich nur mal nebenbei euch noch erzählen, für die Leute, die das nicht wussten. So, und für jede Tarnung, die man immer hier mittig im Battle Pass sieht, gibt es eine Exklusivtarnung, die kann man aber wirklich nur mit Spieltokens kaufen, die man hier freispielen kann. Je öfter man zockt oder je mehr man zockt, desto mehr Token hat man. Und dann kann man sich die Exklusivvariante von dieser Tarnung kaufen. Pflicht ist aber, ihr müsst diese Tarnung besitzen, damit ihr diese kaufen könnt. Ansonsten funktioniert das nicht. Muss jeder für sich selber wissen, ob er halt eine Menge Geld in den Shop investiert oder nicht. Die Exklusivvarianten sehen immer um einen Zacken geiler aus, wie ich finde. Ich finde hier definitiv die RE45 so schöner als die Original-Gefrierpunkt-Tarnung. Kommen wir nun zur Prowler.
Das ist dieser schöne Skin, der Lichtarbeiter. Hat mich an eine Waffe aus dem Destiny-Universum erinnert. Hat so ein bisschen was von so einem ägyptischen Stil, so Pharaonen-Style. Die Waffe hieß Schwingender Wachsamkeit. Also wer Destiny auch gezockt hat, so wie ich, dem wird die Waffe was sagen. Ich finde die optisch sehr geil, aber die Exklusivtarnung sieht natürlich bei weitem besser aus. Das Zusammenspiel mit dem goldenen oder goldbraun würde ich es mal eher sagen und dem Türkis hier, das sieht schon sehr, sehr geil aus. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das ist das, was ich schon gesagt hatte. Das Visier hier. Ein bisschen Batman-Style aus. Dass man sieht natürlich die Karte im Aim völlig anders mit diesem Visier, als wenn man die Standard-Prowler hat. Muss jeder für sich selber wissen, ob sich's lohnt, so eine Tarnung zu kaufen. Aber ich habe diese Waffe in der Art schon gespielt. Man sieht genug. Von daher, für alle Prowler-Fans ist diese Tarnung auf jeden Fall was absolut Geiles. Das war es soweit von dem Store-Update oder von meinem allerersten Store-Update-Video. Wie gesagt, gefällt euch diese Reihe, die ich gerne in meinen Kanal einbinden würde, oder ich würde mich gerne dazu bereit erklären, das regelmäßig zu machen, wenn das gut ankommt. Wenn ihr aber sagt, na, das ist vielleicht doch nicht so meins, überlege ich mir einfach, ob ich das regelmäßig mache. Das war's soweit von mir. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wünsche euch noch einen schönen Montag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.